Frau Vorsitzende, schönen guten Morgen, lieber Herr Stadtrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen im Saal und im Livestream. Ich möchte mal damit anfangen, meine Anteilnahme denjenigen auszudrücken, die durch die Hochwasser ihr Zuhause verloren haben, deren Zuhause zerstört wurde, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Ich sehe, dass geholfen wird. Ich hoffe, Sie bekommen alle die Hilfe, die Sie dafür brauchen. Und auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen freiwilligen und hauptamtlichen Helferinnen und Helfern in ganz Österreich, in ganz Europa und natürlich, weil wir in Wien sind, insbesondere auch in Wien. Es war wirklich beeindruckend, wie schnell es die Wiener Stadtverwaltung geschafft hat, Wien wieder in die Normalität zu bringen nach diesem Ausnahmeereignis. Besonders eindrucksvoll war natürlich, wie schnell die U-Bahnen wieder gefahren sind. Das ist, glaube ich, das, was die meiste Anzahl der Wienerinnen und Wiener am deutlichsten gespürt hat. Dafür ein riesengroßes Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Linien, aber auch an alle diejenigen, die bei Wiener Gewässer arbeiten, bei Wien Kanal, Wiener Wasser, Emma 48, die alles schnell wieder aufgeräumt und sauber gekriegt hat, an die Feuerwehr natürlich und alle Blaulichtorganisationen, an alle Pädagoginnen, Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen in den Schulen und Kindergärten, die so schnell wie möglich auch in den Schulen, die vom Hochwasser betroffen waren und in den Kindergärten, den Betrieb wieder aufgenommen haben. Und last but not least auch an die Mitarbeiter der Stadtgärten, die die Bäume überprüft haben, sodass wir jetzt auch wieder sicher in alle Parks gehen können. Warum sind wir heute hier? Die Grünen haben eine Sondersitzung verlangt, ein beliebtes Instrument der Opposition, insbesondere in Wahlkampfzeiten, um noch einmal auf die Themen aufmerksam zu machen, die einem besonders wichtig sind. Das sei unbenommen. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn jemand dieses Thema aufbringt, weil es uns als Fortschrittskoalition und uns als NEOS wieder eine gute Gelegenheit gibt, über unsere Erfolge in diesem Bereich zu sprechen. Und derer gibt es viele. Es ist sozusagen ein aufgelegter Elfer, wie man in Wien sagt, weil keine Bundes- oder Landesregierung hat im Klimabereich bisher so viel weitergebracht, wie wir in Wien in den vergangenen knapp 4 Jahren. Wir haben, was mich jetzt besonders freut und was ganz aktuell ist, das Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Es ist gerade in Begutachtung, woran die Bundesregierung gescheitert ist. Ich weiß schon, dass es nicht an den Grünen lag, sie hätten sehr gerne ein Klimaschutzgesetz gehabt, sondern an der ÖVP. Und da tun mir die Grünen auch ein bisschen leid mit ihrem 100-jährigen Koalitionspartner, aber so einen haben wir in Wien auch. Mein Kollege Stefan Gara hat schon über die Erfolge in den Bereichen Energie und Klimagovernance gesprochen. Und auch in den Bereichen Mobilität und Klimaanpassung können wir sehr viel vorweisen. Wir bauen die Öffis aus, U-Bahnen werden verlängert und neu errichtet, neue Buslinien und Linienführungen in Außenbezirken kommen, jetzt gerade hat eine neue Linie in Floridsdorf gestartet. Wir haben es prüfen lassen und wissen es jetzt, der S-Bahn-Ring ist machbar und sinnvoll. Unsere Radwege-Offensive zeigt schon erste Erfolge, deutliche Erfolge, weil sich seit langem wieder mal was beim Modal Speed tut. Wir sorgen dafür, dass Taxis auf E-Antrieb umsteigen. Wir haben das Parkpickerl auf alle Bezirke ausgeweitet. Und besonders passend zum heutigen Parking Day, wir sparen auch Platz ein, indem wir Parkplätze umnutzen für Platz für Klimaanpassung, für Begrünung, für Entsiegelung, für Rad- und Fußwege. Wir begrünen Straßen, Gassen und Plätze. Mein Kollege Auer Stüger von der SPÖ hat gerade etliche Projekte aufgezählt, wo wir Wien umbauen, sodass es grüner und lebenswerter wird. Ich bin gestern von der Donaustadt ins Rathaus geradelt, den neuen Mega-Radweg an der Wagramer Straße entlang, die LaSalle-Straße mit einem extrem breiten Fahrradboulevard,
über die neue Praterstraße, eine Radallee. Es ist wirklich herrlich, dort zu fahren. Heute habe ich mir gemeinsam mit der Stadträtin Simmer den Radweg in der Grottenbachstraße angeschaut, der teilweise schon fertig ist, und auch die Baustelle dort besichtigt, wo es gut vorangeht. Und wenn man durch die Stadt geht, fährt, dann sieht man und spürt man, dass wir einen Unterschied machen. Und darauf bin ich sehr stolz. Ja, Wien hat eine sehr gut funktionierende Basisinfrastruktur. Das möchte ich an der Stelle auch wieder loben. Ich glaube, da sind sich alle Fraktionen in diesem Haus einig. Wenn es darum geht, für sicheres und gutes Trinkwasser zu sorgen, das Abwasser abzutransportieren und auch im Bereich Hochwasserschutz funktioniert Wien wunderbar. Aber Wien ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus, sondern entwickelt auch den Hochwasserschutz weiter. Einerseits durch den Bau des Wiental-Sammelkanals und andererseits durch die Renaturierungsmaßnahmen, zum Beispiel beim Liesingbach, wo schon einiges fertig ist, aber sie noch weiter laufen, um noch mehr zu renaturieren. Ein kurzer Exkurs zum Hochwasser. Warum hat es in Niederösterreich so viele Wohngebäude betroffen? Warum mussten so viele Menschen evakuiert werden und stehen jetzt mit zerstörten Wohnhäusern da? Mit ein Faktor ist die Raumordnungspolitik und der enorme Bodenverbrauch. Meine Kolleginnen im Bund, allen voran Beate Meinl-Reisinger und Michael Bernhard, weisen auch im Parlament schon lange darauf hin, dass wir eine verbindliche Bodenschutzstrategie brauchen, die eine Reduktion des Bodenverbrauchs, des Flächenverbrauchs vorsieht. Und wir müssen den Gemeinden die Hoheit über die Raumordnung wegnehmen, damit nicht mehr in Hochwassergebieten gebaut wird oder dass man dort halt nur saisonale Stelzenhäuser baut, wo man fix damit rechnen kann, dass sie mal von einem Hochwasser betroffen werden. Wir müssen dort, wo der Platz dafür ist, renaturieren, damit sich hochwasserführende Flüsse nicht in die besiedelten Gebiete ausbreiten können, sondern eben in Bereiche, die davon vielleicht sogar profitieren können, Stichwort Auen und Moore. Und wir brauchen auch Transparenz. Wir müssen den Menschen von vornherein ganz klar sagen, welche Risiken es birgt, wenn sie sich in einem gewissen Gebiet ansiedeln. Weil der Lobautunnel wieder angesprochen wurde, nur ganz kurz dazu, wir NEOS waren und sind da immer ganz klar. Wir sehen den Lobautunnel als eine Investition in die Vergangenheit. Es ist schade um die Milliarden, die da verbaut würden. Ursprünglich waren mal 2 Milliarden im Gespräch. Mittlerweile kann man wahrscheinlich damit rechnen, dass es das 2- oder 3-fache kosten würde, bis er fertig wäre. Deshalb sagen wir, besser in Zukunftsprojekte investieren, wie in die Bahninfrastruktur und in die Bildung. Die Grünen haben wichtige Anliegen im Klimabereich, die ich oft teile. Aber leider bringen sie es selten auf den Boden. Das zeigt auch die Zeit grüner Planungsstadträtin in Wien. Sie wollten schon, aber sie haben leider sehr wenig geschafft. Also warum haben sie nicht schon vor 14 Jahren mit einem gescheiten Radwegeausbauprogramm begonnen? Oder mit der Klimaanpassung der Stadt? Das hätten sie in Wien auch schon machen können. Ich weiß, dass sie es nicht leicht hatten in Wien, weil sie da natürlich auch realpolitische Probleme hatten. Ja, Politik ist immer ein Aushandlungsprozess und es gibt Widerstände. Aber da muss man halt schauen, was gemeinsam geht. Und damit was weitergeht, so wie wir das in Wien vormachen als Reformmotor in der Stadtregierung, muss man halt auch mal versuchen, Kompromisse einzugehen und Leute mit an Bord zu holen, ihnen die Vorteile schmackhaft machen, um gemeinsam was weiterzubringen. Ja, Schwarz-Grün auf Bundesebene streitet und blockiert sich gegenseitig. Und die rot-pinke Wiener Stadtregierung setzt um, gerade auch im Bereich Klimaschutz. Dankeschön.